Ja, Dominik, schön, dass du die Zeit gefunden hast heute. Wir hatten ja schon Kontakt darüber. Ich hatte dir ja schon von meiner Interviewreihe erzählt und ist super, dass wir jetzt da zusammenfinden konnten. Ich mache es anhand der Interviewreihe so, dass ich mit einem sogenannten Elevator Pitch starte, sprich, dass du dich diesbezüglich mal vorstellst, wer du bist, wie deine Thesen, Themen sind und die Unternehmung, für die du aktuell stehst, damit die Außenwelt dich mal noch näher kennenlernt. Ja, vielen Dank. Ja, wenn ich anfangen soll, mein Name ist Dr. Dominik Görlitz. Ich bin Experimentalarchäologe, Ausstellungsmacher und auch Fünf-Sterne-Redner. Seit fast 30 Jahren leite ich das Abora-Projekt, das ja im Kielwasser Torheierdal segelt. Die Abora-Expeditionen sind in erster Linie interdisziplinäre Experimente, die das grundsätzliche Zusammenhänge im menschlichen Verhalten erforschen sollen. Also mit diesen Seereisen geht es nicht allein darum, die Frage zu beantworten, wer der erste Entdecker Amerikas war, sondern vielmehr sollen aktuelle gesellschaftliche Themen exemplarisch an der Entwicklung der frühen Hochkulturen abgeleitet und ausgewertet werden. Und der Hintergrund ist ganz einfach: Unsere Zukunft ist komplex, dynamisch, schwer vorhersagbar. Die Frage ist also, wie geht unsere Gesellschaft mit diesen Herausforderungen um? Und die Beantwortung dieser Fragen steht und fällt mit einer realistischen Betrachtung der Geschichte. Um also die Geschichte quasi als Future Ship umzuschreiben, wollen wir mit unseren Experimenten grundsätzliche Dimensionen der Historie mit aktuellen Themen der Gegenwart und der Zukunft verknüpfen. Ich habe mich ja im Vorfeld ein wenig mit deiner Person und deinen Themen und dem Arbora-Projekt letztendlich beschäftigt. Letzten Endes muss ja irgendwann mal so eine Initialzündung bei dir da gewesen sein, um diesen Funken, dieses Brennen zu starten, weil das ist ja ein Thema, wo jeder andere sagt, boah, mit so viel Engagement und Herzblut da reinzugehen, Hut ab. Was hat bei dir so diese Initialzündung entfacht, gestartet, zu diesen Themen überhaupt grundsätzlich? Ja, ganz klar. Ich meine, logischerweise kommt man, wenn man in diesem ruhmreichen Kielwasser von Torheierdal segelt, an Torheierdal nicht vorbei, der mich als kleinen DDR-Bürger, und damals war ich 11, 13, 14 Jahre alt, als ich zum ersten Mal von seinen Abenteuern hörte. Aber es ist nicht nur das Interesse an Torheierdal und seiner Sache selbst, sondern eben auch die in mir ruhende Neugierde, die Suche nach Neuem, das Infragestellen von Alten, um quasi von verschiedenen Seiten dieses Problem, die Suche nach unserem Ursprung zu gestalten. Und das sind Dinge, Abenteuer, Forschung ist eben nicht ohne Grund eines der spannendsten und faszinierendsten Themen in unserer Gesellschaft. Wir sind ja als Gesellschaft quasi geradezu gefordert, weiter Forscher zu bleiben. Und das sind so Dinge, die mich schon seit Kindesbein interessieren. Das sind Themen, die mich seit Kindesbein begeistert haben. Leute um mich herum zu schauen, Freunde zu suchen, die sich mit mir gemeinsam an die Seite stellen, um das Thema, ja, die Suche nach unserem Ursprung mit neuen Fragestellungen, neuen Methoden, neuen Zielen anzugehen. Wie muss ich mir dann so ein Abora-Projekt an sich, was ja schon verschiedene Phasen hatte, vorstellen, wenn er jetzt wirklich mal so dieses große Ziel der Überquerung da ist? Wie startet ihr dann? Wie holst du dir Partner mit ins Boot, möglicherweise Sponsoren? Wie findet so ein Bau statt? Und wie schaffst du dieses Kribbeln in dir, dieses vielleicht Kind im Manne, nenne ich es jetzt vielleicht mal, dann auch anderen zu übertragen? Ja, das Allerwichtigste ist, dass man selber Begeisterung hat, weil, wie hat das Professor Gerald Hüther so schön gesagt, Begeisterung ist der Betriebsstoff im Gehirn. Ohne Begeisterung geht es gar nichts. Wenn ich nicht brenne für eine Sache, dann kann ich auch keine anderen anzünden. Und insofern ist Abora eben mehr als nur mit dem Strohballen bei viel Gefahr und Risiko übers Meer zu treiben, sondern es ist vergleichbar mit dem modernen Unternehmen, wo man also einen Projektplan braucht, einen Businessplan, wo man Personalmanagement machen muss. Wir sind ja bei solchen Projekt mit 30, 40 Leuten im Ausland unterwegs, um das Schiff zu bauen, Werkzeuge zusammenzutragen, wie das Exupéry so schön gesagt hat. Aber was meine wichtigste Aufgabe als Teamleader ist, ist eben genau den Menschen, meinen Mitstreitern, die Sehnsucht und die Begeisterung nach der Weite des Meeres zu vermitteln. Und wenn das einmal zündelt, dann kommt es eben zum typischen Schwarmeffekt, dass ein Zielvogel vorn rausfliegt und alle Störche hinterher. Das ist eigentlich das Tolle, was bei Abora bei drei großen Expeditionen bisher immer so richtig gut geklappt hat. Stelle ich mir deswegen schon recht spannend vor, weil ich sage mal, gerade selbst in so einem großen Team, wenn ihr dann unterwegs seid, hat man ja keine Fluchtmöglichkeit. Das heißt, ich bin ja genötigt, eigentlich eine gewisse Art von Harmonie, Zielstrebigkeit, wie du schon sagtest, dieses Brennen dauerhaft, selbst bei den
bei den Themen, die wir ja gar nicht beeinflussen können, bei dem schlimmsten Wetter in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. Wie ist da so ein Alltag auf See dann in Anführungsstrichen gewesen? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist eigentlich, was ich als Fünf-Sterne-Redner Unternehmen und vielen interessierten Gruppen zur Verfügung stelle, dieses Wissen. Erfolg ist und bleibt immer Teamsache. In Wirklichkeit ist so eine Arbora-Expedition weder eine technische Expedition oder ein archäologisches Experiment. Es ist in vielfacher Hinsicht ein soziologisches Experiment, wo es darum geht, 11 Männer und Frauen permanent auf Höchstleistung und Dauerbeanspruchung einzustellen. Und das erreicht man eben nicht durch Appellieren oder durch Kuschelpädagogik. Dafür muss man ganz, ganz viel soziologische, psychologische Arbeit leisten. Und insofern ist das auch nicht mein Erfolg, sondern der Erfolg der gesamten Gruppe, dass es uns als Projektleitung, als Verein gelingt, ja, die Leute ganz langsam auf die Herausforderung, neue Abora-Expeditionen einzustellen. Und aber auch den Leuten klarzumachen, hier geht es nicht um das geografische Überqueren einer Ozeanfläche wie dem Atlantik oder dem Mittelmeerraum. Es geht letzten Endes darum, den Leuten klarzumachen, dass das, was wir tun, Teil von einem ganz wichtigen Ganzen ist. Dass es eben mehr nur geht als über die technische Überquerbarkeit eines wie auch immer genannten Ozeans. Sondern es geht letzten Endes um die Grundthese unserer Abora-Forschung, dass die Altvorderen nicht am Mangel von Einfallsreichtum zugrunde gegangen sind, sondern an ihrer Unfähigkeit, ihr konventionelles Denken in Frage zu stellen. Hierin liegt der Schlüssel für unsere Zukunft. Hierin liegt der Wert unserer Abora-Forschung, weil wir auf Fragen mit großer aktueller Relevanz aus der Geschichte Themen ableiten können, die für unser morgiges und übermorgiges Sein von höchster Wichtigkeit sein können. Also ist es mehr wie so eine Warnung an die aktuelle Gesellschaft, an die aktuelle Situation, mal in diese Historie zu schauen und zu sagen, ey, vielleicht bewegt man sich auf ähnlichen Wegen, stoppt mal, geht in euch, ändert was? Ich denke, das ist, was schon meinem großen Vorbild Thor Heyerdahl gelungen ist und das eben auch, was die Faszination des Themas Aboras ist. Es war ja nie in meinem Lebenslauf in Stein gemeißelt, dass ich als Deutscher mal das Vermächtnis von Thor Heyerdahl fortsetzen soll. Das ist eben, was solche archäologischen Projekte wie Abora oder Kon-Tiki, Ra, Tigris bringen, dass man mit solchen altertümlichen Technologien, dass es einem gelingt, Tausende, wenn nicht gar Millionen von Leuten zu begeistern. Und diese innere Begeisterung ist es, die wichtig ist. Es geht gar nicht darum, zu warnen, zu appellieren, dass man eben immer wieder, du sollst nicht, du darfst nicht. Das ist der falsche Ansatz. Wir müssen, wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, mit positiven Botschaften, mit Begeisterung, mit Freude, mit Erlebnisaktionen Menschen einladen, mit auf einen neuen Weg zu kommen. Das ist ja, was die modernste Hirnforschung ableitet, dass man mit solchen intellektuellen Botschaften die Leute eher verschüchtert und ängstigt, anstatt mit einlädt auf eine Reise zu bringen. Und das ist das Versprechen, was Abora bietet. Wir können mit einer ganzen Menge positiver Emotionen, mit Action, mit archäologischen Themen sehr viel mehr bewirken, als das eben in den letzten 30 Jahren der Club auf Rom versucht hat, immer wieder auf das Gedächtnis einzuschlagen. Leute, wenn wir heute noch mehr CO2 verbrauchen, dann stirbt in 20, 30 Jahren Eisberg Knut. Und mit solchen Themen werden wir vielleicht mal kurzzeitig ein Aufhorchen erreichen, aber niemals ein Umdenken. Ein Umdenken geschieht immer nur mit positiver Emotion, Begeisterung, Menschen Motive anzubieten. Und unsere Zukunft ist eben nicht alternativlos. Wir haben so viele Konzepte, wir haben so viele neue Möglichkeiten. Und ich sehe das als Optimist grundsätzlich positiv, dass die Menschheit nicht zum Untergang verurteilt ist. Bei diesen Themen, die du jetzt so nennst, die viele auf anderen Wegen versuchen ja auch so rüberzubringen, ist ja eigentlich der Wichtigste schon mit dabei, nämlich dieses Storytelling nicht nur auf einer fiktiven Geschichte, sondern das ist ja wirklich ein Erlebnis, was das Ganze noch, wie du schon sagtest, eigentlich noch einen ganz anderen positiven Schwerpunkt gibt, weil man einfach sagt, stopp mal, schaut euch das an, die Geschichte, wie was wir machen, seht aber das, was Tag für Tag passiert, nicht als selbstverständlich an, sondern wandelt euch, sprich wagt diesen Sprung aus dem Hamsterrad. Jetzt ist es natürlich bei solchen Themen immer wieder eine Herausforderung, sich auch so zu präsentieren, dass es ist ja zum Teil eine gemeinnützige Geschichte, sprich ein Verein, wenn ich es richtig gelesen, sprich recherchiert habe, man dann ja auch Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoren und all dieses findet.
Wie sind da so die Wege heutzutage und Möglichkeiten? Gibt es da viele, die da dir zur Seite stehen und sagen, ja, wir unterstützen dich weiterhin, wie in den letzten Jahren schon? Wie muss man sich so ein Thema vorstellen? Das ist leider, sage ich mal, so die weniger schöne Seite des Experimentalarchäologenseins. Man bewegt sich ja nicht in dem klassischen Sponsoring-Projekt wie bei Formel 1 oder Admiral Cup Segeln, wo also doch eine Menge Geld verfügbar scheint von der Gesellschaft, um solche Dinge anzuschieben. Wir sind leider, so muss ich selber nach 20, 30 Jahren Experimentalsegeln konstatieren, noch lange nicht da angekommen, wo wir eigentlich stehen müssten. Wir rennen schon seit 7 Jahren einem weiteren Abora-Sponsoring hinterher. Wir hatten ja mit Abora 3 einen gigantischen Impact in den Medien ausgelöst. Da waren wir zum Teil gar nicht vorbereitet, weil wir viele Jahre lang im Vorfeld vergeblich appelliert haben, eben nicht eingeladen haben, kommt mit in dieses medientechnische Projekt, weil Abora ist eben weit mehr nur als Wissenschaft und Marketing, sondern es geht eben um ganz, ganz viele transdisziplinäre Themen, die auch das Thema Medien mit einbeziehen. Und wir mussten ja durch die Finanzkrise die bittere Erfahrung klug werden, dass uns alle neuen Sponsoren genauso schnell, wie sie gekommen waren, zwischen 2008 und 2009 alle wieder von der Schippe gesprungen waren, was uns selber in die Steinzeit zurückkatapultiert hat. Wir haben Gott sei Dank diese schwere Zeit überlebt. Wir sind auch, muss ich sagen, als Team, als Verein, aber auch als Projektgruppe gestärkt herausgekommen. Wir haben gerade gegenwärtig tolle neue Filmpartner in Amerika um uns gesammelt aus München. Ich guter Dinge, dass das in den nächsten 2, 3, 4 Jahren vielleicht mal weitergeht. Aber betrachte natürlich auch die aktuellen Dinge mit Sorge, dass also, wenn die Weltwirtschaft da weiter Schaden nimmt durch die ganzen Dinge, die sich zurzeit in dem Nahen Osten, in der Ukraine abspielen, auch der Konflikt zwischen Europa und Russland, betrachte ich schon mit ein bisschen Skepsis und Sorge, weil letzten Endes ist das ja die Botschaft, die wir aus den ganzen kulturhistorischen Studien geführt haben, dass eben in der Historie nicht Klimawandel, Kriege allein oder der Mangel an Rohstoffen zum Absturz früher Gesellschaften geführt hat, sondern das Fehlverhalten, insbesondere der herrschenden Klassen und der herrschenden Menschen. Und hier kann man nur appellieren und hoffen, dass wir hier zu einer Vernunft kommen, dass wir im Grunde genommen natürlich nicht die Zivilisationsgeschichte der Römer, Ägypter oder Mayas wiederholen, aber möglicherweise ähnliche Verhaltensweisen, die Menschen schon vor 5000, 4000, 2000 Jahren zum Untergang geführt haben. Das ist unsere Botschaft und deswegen ist es so wichtig, an diesen Fragen weiter fortzusetzen, das Fragen nicht einzustellen. Und die große Kardinalfrage ist also, gibt es innermenschliche Verhaltensdimensionen, die unweigerlich zutage treten, wenn Menschen ein bestimmtes technisches Niveau oder einen bestimmten Wohlstand erreichen? Was macht uns einerseits so unglaublich innovativ, aber was lässt uns Menschen/Gesellschaften so schwer aus unseren Verhaltensweisen aussteigen, um unseren Kurs zu korrigieren? Das sind Themen, die dringender denn je notwendig sind zu beantworten. Und dazu kann Abora ein Beispiel liefern. Und das ist eben, wo wir versuchen, auch unsere Sponsoren einzuladen, mit in dieses Wagnis Experimentalforschung zu gehen, mit in dieses Wagnis sozialen Change zu gehen. Und wir reden zwar heute von Change Management, Changeability und diese ganzen Spitznamen kursieren ja durch verschiedene Rednerplattformen, durch bestimmte soziale Foren. Aber wie innovationsbereit sind wir wirklich? Sind wir wirklich bereit, altes, gut gewonnenes über Bord zu werfen? Weil Innovation heißt ja nicht nur Erfinden von Neuem, es heißt auch Zerstören von Altem. Ist die Gesellschaft bereit dazu, diesen Schritt zur Seite zu gehen? Gut, ich sag mal, die Frage, die kann man sich in der Regel leider Gottes ja selbst beantworten, damit, indem man sich selber mal einen Spiegel vorhält und versucht, auf seine eigenen Fehler sich mal wirklich den Spiegel vorzuhalten. Wer macht das gerne? Das heißt, ich muss ja im Endeffekt mich mit mir selber auseinandersetzen, um dann auch im Kleinen Dinge zu starten, die vielleicht was Großes erreichen können. Das ist genau der Punkt. Und hier ist eben, wo wir als Verein oder als Abora-Projektgruppe ansprechen, wir versprechen eben nicht den Global Change per se, sondern wir wollen einfach mit viel Wissen, viel positiver Emotionen zu dauerhaften Änderungen in unseren Einstellungen führen, dass wir eben nicht die Steinzeit als Zeit der Primitivität betrachten, sondern dass wir erkenne dich selber. Das ist ja eigentlich unser Motto. Die Steinzeit ist ja nicht zu Ende gegangen vor 6, 7, 8.000 Jahren, weil den Leuten die Steine ausgegangen sind, sondern die Steinzeit endete, weil die Menschen den Mut hatten, neue Produkte, neue Materialien, neue Produktionsmethoden auszuprobieren. Und das ist genau die Stelle, wo wir heute wieder vor so einer Grenzlinie stehen. Wir reden heute von
Quantenphysik, Nanotechnologien und ach, die neuen gesellschaftlichen Entwicklungen. Man kommt ja in der Wissenschaft kaum noch hinterher, alles zu lesen und zu begreifen, was in der Physik, in der Biologie, auch in gesellschaftlichen Dimensionen gerade im Umbruch ist. Aber was wenden wir davon an? Das ist die große Fragestellung. Wir haben ja lange kein Erkenntnisdefizit in den Wissenschaften mehr. Wir haben ein Anwendungsdefizit in diesen Dingen, die seit mindestens 20, 30 Jahren oder noch länger erfunden sind. Warum wenden wir dieses neue Wissen nicht ein, um diesen nächsten Sprung ins nächste Level zu gehen? Und das ist letzten Endes, wo also alte Pädagogen, ich erinnere hier nur an Pestalozzi, der so schön gesagt hat, für Kopf, Hand und Herz muss man das machen, nicht nur für den Kopf. Und das ist eigentlich, wo ich sage, hier können wir mit unseren Projekten ein bisschen helfen, keine Angst vor diesen neuen Veränderungen zu bringen und auch die Leute ein kleines bisschen mit auf die Reise zu nehmen. Alles andere sind aus meiner Sicht Scheinlösungen, ist Angstmache vor bestimmten Veränderungen. Ja. Und das ist genau das, was wir nicht brauchen. So, wir brauchen positive Anreize, Motivation und auch Lust auf Veränderung. Ja gut, aber die Hauptschwierigkeit, denke ich mal, liegt ja darin, dass leider Gottes im Rahmen dieser heutigen Medienwelt Positives keine Quote bringt. Ja. Aber da sollte sich jeder Zeitungsleser an die Nase fassen. Und ich meine, das ist eben, wo man die Leute langfristig einladen muss. Man kann sie nicht appellieren und ihr müsst jetzt das machen. Nein, es muss wieder Spaß machen, Wissenschaft zu betreiben. Es muss wieder Spaß machen, auch in den Schulen mal quer zu denken, nicht nur diesen Mainstream zu folgen, sondern eben auch diesen berühmt-berüchtigten Schritt zur Seite zu gehen, mal von einer anderen Perspektive auf das Problem zu leuchten. Und das geht nur, indem man das mit viel Motivation, Emotion macht und eben nicht von oben mit der Brechstange versucht, die Leute umzulenken. Du sagst es ja selber, du bist als Speaker unterwegs. Gibt es denn dann auch einige Vorträge, die dann zum Beispiel bei Schulen dann passieren, wie es ja auch einige anderer deiner Kollegen machen, weil das wird sich dann ja anbieten. Ich sag mal, derjenige, der schon in einer gesetzten Situation ist, in diesem Hamsterrad drin ist, der lässt sich schlecht rausziehen. Aber ich sag mal, die Jungen, die unterwegs sind, noch ohne diesen Verantwortungsdruck, den man sich teilweise ja auflegt, greifen sowas ja ganz anders auf und sind vielleicht dann die zukünftigen Botschafter solcher Themen. Ich bin natürlich als ehemaliger Lehrer schon aus dieser Historie heraus sehr nah an Schulen unterwegs. Wir haben also viele Kooperationen in Vergangenheit mit Gymnasien sowohl in Sachsen als auch in Thüringen praktiziert, zum Teil sogar mit Hessen. Was ich sagen will, das ist eine ganz wichtige Säule und wir als Verein haben ja auch als Direktive die Jugendförderung, was uns auf jeden Fall auch jung erhält. Wir haben also einen Altersdurchschnitt in unserem Verein, da träumen viele ähnliche Projektgruppen. Der liegt so knapp bei 30 Jahren, was Ausdruck dafür ist, dass wir sehr jung aufgestellt sind. Ich natürlich auch mittlerweile an Hochschulen, wo ich selber auch Vorträge halte, natürlich auch immer wieder versuche, Studenten mit ins Boot zu holen. Aber ich möchte als Fünf-Sterne-Redner nicht nur ganz unten, sondern wie hat man so schön gesagt, das eine tun, das andere trotzdem machen. Und ich denke, viele Menschen, auch wenn sie das nicht nach außen hängen und so weiter, sind trotzdem viel begeisterungsfähiger, auch in Unternehmen, wo ich heute eben dankbar bin, in meiner Fünf-Sterne-Redneragentur auch vor, sag ich mal, großen Vorständen zu referieren, auch das Kind im Manne zu wecken oder das Kind in Unternehmerinnen, da wieder Teil des jugendlichen Forschens zurückzugewinnen. Und es geht eben nicht darum, mit einmal die Schiene umzustellen, die Weiche zu stellen, sondern Stückchen für Stückchen miteinander, mit der Industrie, mit der Politik, mit der Wissenschaft, hier diesen Changeability-Prozess einzuleiten. Und das ist ja letzten Endes, was viele nicht verstehen. Innovation führt ja nicht von innen heraus zu neuen Prozessen allein, sondern man muss das durch viele Trial and Errors probieren, viele Niederlagen erleiden. Viele halten diesen Prozess eben leider nicht lange genug durch, bis sich dann schließlich der Erfolg einstellt. Und dann erreicht man was, wofür es vorher keine Vorbilder, keine Schablonen gibt. Und da kann ich nur sagen, da bin ich in meiner Agentur sehr gut aufgestellt und ich finde das auch sehr positiv, dass es da gelingt, viele Unternehmen von der Autoindustrie bis hin zu Versicherungen oder anderen Firmen zu begeistern, mich einzuladen und da einen kleinen Tropfen in diese Waagschale zu kippen. Und ich sag mal, da habe ich ein positives Gefühl, weil wenn ich so reflektiere, wie Unternehmen darauf reagieren, wie positiv das ankommt, nicht weil ich der große Zambalu bin, um Himmels Gottes Willen, sondern weil man mehr und mehr erkennt, wir müssen uns ein Stückchen bewegen. Und ich denke, das ist angekommen.
Man spürt dein Herzblut bei der Sache. Wenn ich jetzt im Nachgang für diejenigen, die noch mehr über dich wissen wollen, noch ein paar Infos kriegen könnte nach dem Motto, findet man dich auf Facebook, hast du eine Website, sprich die Unternehmung, der Verein, wo findet man den? Kannst du da mal ein paar Infos zu nennen für diejenigen, die dann im Nachgang sich dort noch weiter informieren möchten und vielleicht sogar Sponsor werden möchten? Also für alle, die sich bei uns melden wollen, sei es als Verein oder auch als künftige Expeditionsteilnehmer, weil das muss man mal klar sagen, der Verein ist sozusagen das personelle Auffangbecken. Mhm. Abora, das Abora-Projekt selber ist dann ein eingetragenes Unternehmen, weil allein die Sponsorenverträge würde ja unsere Gemeinnützigkeit sprengen. Das ist dann, ja. Das kann man alles unter abora.eu. Wer mich als Redner buchen möchte, kann mich unter 5-Sterne-Redner buchen. Wir werden das auch nochmal in die Webseiten entsprechend einblenden. Also unter abora.eu findet man eigentlich alle Zugänge oder geben Sie einfach 5-Sterne-Redner Dominik Görlitz ein. Dann wird Ihnen geholfen, wie man so schön sagt. Natürlich können sich die Leute auch bei dir melden und du wirst natürlich sicherlich das Ganze auch dann weiter verbreiten. Natürlich, super. Ja, ich danke dir erstmal, weil, wie gesagt, dieses innere Brennen, man spürt es, man fühlt sich schon wieder um 20 Jahre zurückversetzt, das Kind im Manne treibt sich wieder raus. Wünsche dir erstmal in erster Linie Gesundheit für die Aktivitäten, die du dort alle machst, weil es sind ja nicht wenige. Und weiterhin auch den Erfolg, dass du dann auch zeitnah dann das nächste Abora-Projekt startest. Vielen, vielen Dank und ja, insofern auch danke für die Möglichkeit hier, unsere Botschaft ein kleines Stückchen auch wieder weiter zu verbreiten, weil das ist ganz wichtig. Wir hatten es ja in der Vorbesprechung gesagt, tue Gutes, ist manchmal nicht genug, sondern rede auch darüber. Insofern ist es eine sehr schöne Möglichkeit, hier auf deiner Plattform auch diese Botschaft zu verbreiten. Dominik, ich danke dir, wie gesagt, frohes Schaffen noch und alles Beste für die Abora-Team. Dankeschön und auch weiterhin alles Gute für dich.